Hallo und herzlich willkommen und winterliche Grüße aus dem wunderschönen Elm Creek. Naja, gut, okay. Lassen wir das lieber. Nein, aber wir stehen hier und wir sehen, da stehen schon bloß noch die Hälfte der Ballen und am Konto hat sich auch ein bisschen was getan vom letzten Mal. Das lag einfach daran, ich habe diesen Stapel dort in den Trigger so halb reingestellt. Da sind die Ballen alle schon mal weggeflogen. Ich habe alle Ballen hierher gebracht. Da hinten stehen auch noch welche, die holen wir gleich. Und die werden wir jetzt hier schön genüsslich abladen. Und unser Konto dick werden lassen. Müsste die aufladen können, oder? Oder muss ich ihn dazu anmachen? Warum geht das wieder nicht? Warum geht denn das jetzt wieder nicht? Warum geht denn der Dings nicht an, das Aufladen? Das geht. Da kann ich durchschalten. Kann ihn aber nicht einschalten. Ah, das war schon wieder merkwürdig. Na gut, egal. Aber was ganz anderes. Ich habe noch mal geguckt wegen den ganzen Lecks und allen möglichen Krempel, die wir hier so hatten. Kann jetzt so, geht gerade nicht. Keine Ahnung, warum der wieder nicht geht. Werden wir gleich mal abhängen und wieder anhängen. Ladegut, Rundballen, Autoload einschalten. Ist B. Okay. Jetzt geht's. Vielleicht ging es nicht, weil ich da auf dem Trigger stand oder. Keine Ahnung, was weiß ich. Ist mir aber auch relativ egal. Darf es mir auch sein. Und ich habe jetzt ein bisschen Zeit verbracht damit, um rauszufinden, wieso, weshalb, warum ist die Banane krumm. Nein. Hat das mit den Ruckeln und das hat immer mal wieder diese Frame-Drops waren. Ich habe die Grafikeinstellung immer weiter runter gekurbelt. Noch weiter runter, noch weiter runter, noch weiter runter. Und dann habe ich da jetzt reicht. Jetzt stelle ich sie auf ganz hoch und guck dann mal. Und dann waren die Ruckler weg. Und ich habe absolut keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Oh, hier kann ich den nicht anmachen. Haben die da Angst, dass man schon mal gekaufte wieder rauszieht oder so? Hier geht er. Interessant. Ich kann ihn nicht anmachen, wenn ich da drin stehe. Na gut, okay. Das. Alter, guck mal, der geht doch gleich wieder aus. Kann ich die jetzt nicht mehr aufladen? Ja, dann muss ich die wohl reinschieben. Ist ja auch kein Problem, dann schieben wir die da rein. So einfach ist das denn. Ich guck nochmal, ob ich die vielleicht, wenn du von außen aufkriege, jetzt den aufgeladen kriege. Da kann ich anmachen. Mal kurz da ranfahren, mal gucken, ob ich die aufgeladen kriege. Von der Seite. Nö. Will er nicht aufladen? Okay. Keine Ahnung, was es ist. Ich kann es hier auch nicht anschalten. Doch, jetzt war er an. Hier geht er an. Und da geht er wieder aus. Ah, nee. Das ist ja wieder. Ich dachte, ich stelle mir die da schön hin. Ich habe mal alle da hinten reingestellt. Dann wäre gut gewesen. Na gut, okay. Was willst du machen? So ist das Leben. Manchmal ist es halt eben gut zum Beschützen wie ein Hühnerleiter. So, dann müssen wir halt eben reinschieben. In den Trigger. Das wird so nicht klappen. So, vorwärts fahren bitte. Ja, und als ich alles auch ganz oben und voll und wunderbar hatte, dann lief das hier. Wie immer, wie vorher. Und das war, fand ich schon sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Dass das jetzt sozusagen mit der höchsten Grafikeinstellung flüssiger läuft als mit der niedrigsten Grafikeinstellung. Upsala, vorwärts fahren. Also, falls da irgendjemand eine Idee hat, woran das liegt, kann er das mal gerne mitteilen. Weil ich habe absolut gar keine Idee, wieso das zustande kommt. Also, es muss ja an irgendwas liegen. Ich weiß halt einfach nur nicht an was. Keine Ahnung, also es zieht mich meiner Kenntnis. Ich hätte gedacht, umso mehr ich da aufdrehe, desto schlimmer wird es oder so. Aber nö. Na gut, ich weiß noch nicht, was der Flaschenhals ist, ne? Das ist immer so die Sache. Ich hätte jetzt die Grafikkarte als Flaschenhals gehabt, aber vielleicht war es ja auch irgendeine Einstellung, dass dann da das Rendern irgendwo über irgendwas geht, was dann den Flaschenhals eben einfach macht. So.
Das Konto ist echt dick geworden dadurch. Und ich habe auch schon Dinge vor, was ich mit dem ganzen Geld machen will. Und ich will eigentlich schon wieder mein Geld schon wieder dreimal ausgeben, bevor ich es einmal habe. Das ist natürlich auch so eine Sache. Aber ja, da haben sie schon Ideen manifestiert, die ich habe. Also ich werde auf jeden Fall Land kaufen, noch ein zweites Feld. Und ich hoffe, dass ich das hinkriege. Und ich habe, weil ich ja denn ich will ein anderes Feld loswerden, beziehungsweise ich werde ein anderes Feld anders bebauen. Und das gucken wir uns auch noch an. Ich weiß jetzt nicht, letztes Mal hatte ich noch einen Absturz, als ich Sachen eingelagert habe. Deswegen will ich jetzt so meinen Kuchen nicht mehr einlagern. Wird natürlich schwer, das so zu sortieren, dass ich nur das Brot mitnehme. Aber ich glaube, das kriege ich hin, wenn ich da mit dem Autohänger hinfahre zum Bäcker, weil ich glaube, da kann ich die Art einstellen, was ich einladen will. Bin mir aber nicht sicher, müssen wir gucken, ob das klappt, wie ich das mir denke. So, weil bei der Bäckerei steht einiges rum an Kuchen, Brot und Ähnlichem, und das Brot und Kuchen, das können wir alles eigentlich loswerden, das können wir alles verkaufen. Also diese Folge wird nur verkaufen, Konto dicke machen. Und dann gucken wir mal, dass wir den Kredit abbezahlen soweit. Und dann, wenn wir die nächste Investition haben, können wir dann den Kredit wieder aufnehmen. Ich werde euch aber zumindest zeigen, wo, wie, was ich vorhabe, was den Ausbau angeht in Bezug Kuhstelle. Denn, und da habe ich mir was ausgedacht, und das gucken wir uns gleich an gemeinsam, wenn ich wieder am Hof bin. Mir ist, sag ich mal, also zwei Fragen habe ich dann auch noch. Das ist, das kommt dazu, erschwerend, dass ich auch noch zwei Fragen habe, wo ihr mir mal ganz kurz vielleicht eventuell helfen könntet, wie das denn wirklich ist und wie das zusammenhängt. Da müssen wir nochmal, also Brot miteinander reden. Ich glaube, einmal Brot müsst ihr noch rauswerfen oder einmal Kuchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich... Ich glaube, ich hatte 2000 Kuchen hier oder so. Gucken, zack, jetzt hat er nochmal geklingst hier, ne? Genau. So, dann gucken wir mal ganz kurz in die Produktion hier rein. Warte, Moment. Wo war denn das? Hier, ne? Genau. Erwi in die Produktion geguckt. Wir sehen, Kuchen kann er nicht mehr herstellen. Güter fehlen. Und zwar fehlt ihm Milch. Also die reine Milch fehlt ihm. Butter hätte er ja noch 32 Mal. Aber gut, okay. Das ist halt eben so. Wenn Brot läuft, sie könnten Mehl hierher liefern. Das werden wir auch tun heute noch. Beziehungsweise jetzt in den nächsten oder in diesem Monat werden wir ihm nochmal einmal Mehl geben. Hier, da werde ich den mit dem Auto nochmal hochfahren und nochmal dann die volle Ladung Mehl holen, Auto und Anhänger. Das waren ja, glaube ich, dann 8000 Einheiten Mehl, die wir dann haben. So, wenn wir am Hof sind, dann zeige ich euch, was ich meine mit den Kuhstellen, wie ich es machen möchte. Denn ich habe vor, oder ich kann es euch kurz erzählen, abreißen, ich habe vor, nicht einen Kuhstall oder einen großen Kuhstall zu bauen, sondern ich möchte 4 mittlere Kuhställe bauen. Das hat einen einzigen Grund. Diese 4 mittleren, wo ich dann jeweils, glaube ich, 80 Kühe oder 60 Kühe, muss ich gleich nochmal gucken, also können wir gleich lesen, wie viele Kühe ich da damit habe, kann ich auf eine Seite neben dem Hof auf dem Feld abstellen. Also da, wo die Gewächshäuser stehen, auf dem Feld passen genau diese 4 Teile hin. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob es wirklich passt. Es ist jetzt einfach nur von der Größe geschätzt. Ich werde das in meinem Dattelspielstand, werde ich das ausprobieren. Da muss ich mal ein bisschen Geld gut schreiben. Ich glaube, da muss ich mal noch eine 0 hinten dran schreiben. Ich glaube, da habe ich bloß 1 Million auf dem Konto oder so. Also in einem Pro-Spielstand, wo ich ein bisschen Geld mir zusammengelegt habe. Und dann müssen wir da mal gucken, dass wir das einigermaßen gut hinbekommen. Und dann dahingestellt bekommen auch. Da bin ich schon mal sehr gespannt drauf, wie das funktioniert oder funktionieren kann. Ich hoffe gut, ne? Wie immer. Aber ich gehe auch ganz stark davon aus, dass das gut funktionieren wird. Ich habe das Heu aus dem Rinderstall rausgeschrieben und habe es in 2000 Liter, also da waren 2500 Liter waren noch drin, und 2000 Liter Heu habe ich mir in unserem Lager gut geschrieben. Ich weiß nicht, ob das vielleicht einen Fehler verursacht. Das werden wir gleich sehen. Es könnte sein, dass das einen Fehler verursacht. Ich vermute das einfach mal an der Stelle, aber ich hoffe nicht, dass es so ist. Ne? Also wir haben jetzt hier dann mal ein bisschen unter. Ne? Also hier ist immer irgendwas mit den Frames, aber es bricht nicht so extrem ein, dass es so richtig ruckelt. Ich hatte nachher bei manchen Einstellungen, habe ich es geschafft, dass ich, also das war unspielbar quasi. Also ich bin dann auf 10, 12 Frames durch die Gegend geeiert hier. Und dachte ich mir, was soll denn das? Also wer will mich denn jetzt hier gerade vor Hunde piepeln?
So, dann wollen wir das mal hier abstellen. So, dann werden wir uns jetzt ganz kurz, werde ich euch zeigen, was ich vorhabe. Also, wir gehen mal ganz kurz ins Kaufen hier, bauen. Und da gibt es hier bei den Tieren, gibt es also den großen Kuhstall, wo 80 Kühe reinpassen. Aber da passen hier keine zwei aufs Feld, ne? Also, jetzt so maximal möglich links. Ich kann hier auf die Ecke eins hinstellen. Ich könnte da, kriege ich aber kein zweites hin. Aber dieser Kuhstall ist so klein, da kriege ich, wenn ich den so drehe, hier einen hin. Ne? Da hinten passt noch einer hin. Müsste eigentlich passen. Und auf der Seite passen auch noch zwei hin. So, in dem Kuhstall passen 45 Kühe rein. In diesem Kuhstall passen 80 Kühe rein. Heißt also, ich habe auf dieser Fläche die Möglichkeit, mir 180 Kühe zu halten oder 80. Und dann gehe ich natürlich auf 180. Ne? Dass der Kuhstall kleiner ist, ist erstmal scheißegal. Also das interessiert ja nicht, ob es halt ein paar mehr Ställe zu pflegen oder halt eben durchfahren muss, Futter reinschmeißen muss. Die müssen wir natürlich so aufstellen, dass das eine Durchfahrt, dass das gerade nebeneinander steht und auf der anderen Seite auch gerade nebeneinander steht und dass wir dann gucken müssen, wie das denn ist mit dem ganzen anderen Krempel. Aber ich hätte jetzt ganz gerne, dass die vier Weiden quasi in die Mitte gucken. Also dass sozusagen die auf dieser Seite stehen. Upsala. Die auf dieser Seite stehen, dann quasi so rum dastehen. Ne? Einer hier, einer da auf der Ecke. Und die anderen beiden dann, hoppsala, hier drüben stehen. Und sozusagen dann die Weiden nach innen stehen und in der Mitte eine Fahrgasse ist. Was ich nicht weiß, ist, wie weit reichen, und man sieht hier ja schon, dass ich hier schon mal was ausprobiert habe, wie weit reichen die Silo-Geschichten. Dieses Silo sorgt dafür, dass man das übrigens hier kriegt, ne? Also. Ach, das könnte ich jetzt theoretisch sogar bauen. Jetzt habe ich sogar genügend Geld. Also wie weit reicht dieses Silo an den Stellen? Reicht es aus, wenn ich das hier drüben hinparke? Ne? Also wenn ich hier drüben hinstelle, überlappt mit einem Objekt, ja, müssen wir das mit den Objekten hier wegmachen. Oder wenn ich das hier sozusagen reinstelle und wenn ich das quasi dann ja, dahin oder beziehungsweise auch hier mittig davor stelle, irgendwo hinstelle, wo es ist, in die Mitte rein, werde ich es nicht kriegen, aus platztechnischen Gründen. Das wäre das Idealste gewesen, wenn ich das hier quasi so in die Mitte rein und das daneben und dann die vier Sachen links, rechts davon. Aber dann würde ich mindestens eine Straße damit zubauen und das möchte ich eigentlich nicht. So, gut. Darf jetzt nicht auf Bauen klicken, sonst baue ich das sogar noch. Ja, also das ist quasi der Plan da dran und dann habe ich halt die Möglichkeit, 180 Kühe gleichzeitig zu besitzen. Und das ist doch schon, beziehungsweise gleichzeitig, ja, was heißt zu besitzen, aber gleichzeitig besitzen. Stimmt schon. Ist schon richtig. So, jetzt kommt es. Jetzt machen wir noch eine Verkaufstour. Und zwar müsste das Brot einen recht guten Preis gerade ablegen. Ich weiß aber nicht wo, aber ich will das ganze Brot loswerden. Wir haben 22.000 Brot, könnten 3.236 am Johnson Farmer Market bekommen. Also da kommen wir auch sehr gut hin. Das heißt, wir müssen jetzt hier das ganze Brot, bzw. den Kuchen mal raussammeln. Dazu nehme ich mir mal dieses Fahrzeug. Stelle hier den mal ab. Und gucken mal, ob ich einstellen kann, dass ich nur den Kuchen mitnehmen kann, nur den Kuchen mitnehme. Ansonsten muss ich den Kuchen dann nämlich irgendwie raussammeln oder das Brot da raussammeln. Eins von beiden auf jeden Fall irgendwie versuchen, sinnvoll einzulagern. So, jetzt gucken wir da mal nämlich rückwärts ran. Wenn ich hier dran fahre, ob ich einstellen kann, was ich nehme. Ladefilter nur volle, Containertyp alle, Materialtyp. So, da hätte ich hier ganz gerne nur den Kuchen drauf. R. Umschalt R. So, dann machen wir drei Kuchenpaletten und dann kann ich die Kuchenpaletten gleich verkaufen fahren. Das ist schon mal gut. Container, Materialtyp, Brot, Kuchen. So. Okay, dann werden wir als erstes den Kuchen verkaufen fahren. Gucken wir mal, wo werden wir den los? Und dann kriegen wir, verkaufen den ersten Kuchen. Der hat. Wir haben sogar 400 Kuchen im Lager? Ist hier Kuchen im Lager? Ist Kuchen im Lager? Dann komm mal raus, da Kuchen. R. Salat, Tomaten, Brot, Kuchen. Okay, eine Palette. Da steht er. So, sehr gut. Dann haben wir dann, da haben wir ja noch mal Kuchen. Oh, wusste ich gar nicht mehr, dass hier noch Kuchen steht. So, dann nehmen wir den natürlich auch noch mit. Dann müsste ja noch drauf passen. Zack, passt, wackelt unter Luft.
Sehr schön. Also, wir liefern Kuchen aus. Und zwar, wo liefern die denn hin? Einkaufszentrum 6.400, Fastfood-Restaurant, ja, Fastfood-Restaurant 6.700 €. Wollt ihr mir dafür geben? Natürlich komme ich dann zu euch gefahren. Dann nehmen wir die hintere Straße, oder? Ja, wir nehmen die hintere Straße. Das sollte ganz gut gehen. So, dann hier ist Map 1, das Menü weg, damit wir da schnell hinfeuern können. 2.400 Einheiten Kuchen verkaufen wir für 6.000, ein bisschen, 6.700 oder was? Einer. Wir sollten vielleicht im Winter auch langsam fahren. Ach komm, dann mach ich jetzt hier erstmal Steuerung I. So. Setze dich bitte wieder auf. So, Steuerung R. Sammle mal den Kuchen wieder ein. Ist ja kalt draußen. Ist eh gefrostet, der Kuchen. Wird schon nichts passieren. Gut, okay. Also da sind ein paar Erdbeeren jetzt runtergefallen. Na, Transportschäden. Geht schon. So. Ist ja kein Baumkuchen. Auf jeden Fall den ersten Kuchen verkaufen, dieses, also das ist natürlich auch noch schon eine schöne Sache. Was Schönes für die Aufnahme. Müsst ihr noch mal ein schönes Bild von unserem vollgeladenen Kuchenwagen hier machen. Oh, das ist ein schönes Bild. Ja, so, das sieht, warte, so sieht gut aus. So. Screenshot Minjas. Falls ihr den kennt, ne? Weiß nicht, ob ihr den kennt. Also Screenshot Minjas, also Hirnsturz, der macht ja mal ganz gerne Screenshots und so weiter von allen möglichen Zeugs. Und dann sagt er, singt er mal selber, Screenshot Minions, Screenshot Minions. Wenn er dann gerade am Screenshot ist. Naja, gut. So viel zu dem Thema. So, ich müsste ziemlich genau am Dings, also vor dem Dings rauskommen. Ne? Das Gute an der Sache ist halt, es ist wirklich ein Stückchen kürzer. Du fährst nicht ganz so viele Schlenker. Wenn du das Fahrzeug nicht auf die Seite legst, wäre es dann natürlich noch besser von der Fahrerei. Das kann man so jetzt einfach mal behaupten. So, dann gucken wir mal, was wir hier in Kohle kriegen. Aber 2,5 mal, also 14.000, 15.000 kommen wir auf jeden Fall jetzt raus. Ohne mit der Wimper zu zuckern. Entschuldigung, du kriegst den Kuchen nicht. Da geht der Kuchen hin. Und da kommt das Geld aufs Konto. Und es waren 16.174 € plus knapp 800 oder plus 864 € Umweltbonus. Sehr, sehr gut. So, damit haben wir 114.000 auf der hohen Kante. Ah nee, da wollte ich nicht rumfahren. Das ist doch schon mal richtig schön. 35.000 oder nee, ich glaube ja 35.000 Kredit kann ich aktuell aufnehmen. Schon. Also sind wir jetzt around about bei einem möglichen Investitionsvolumen von 150.000 €. Und wir haben noch lange nicht alles verkauft. Wir haben noch lange nicht genug. So, Brot weiß ich gar nicht, wie viele Paletten ich da übereinander kriege, aber ich glaube, da kriege ich keine 4 hier drauf, sondern nur 2. Das ist, glaube ich, wie Zucker von der Größe her. Upsala. Ja, der Schnee auf der Straße, der wirkt halt, ne? Ich weiß gar nicht, wie das ist, ob ich da jetzt, wenn ich hier einen Salz streue, ob dann die Straße damit mal frei wird. Ich finde den Schnee an sich aber schön, dass er hier liegt. Es hat übrigens alles geflimmert und geflackert hier, ne? Also wo ich das auf niedrig gestellt habe, das war wirklich, das war Wahnsinn. Also wie schlecht die Bildqualität dann war. So, dann sind wir schon wieder am Hof. Schönen guten Tag, ich grüße Sie. So, jetzt gucken wir mal, wie viele Brotpaletten ich hier mitkriege. Ziemlich genau 2, ne? Ja. Ich glaube, das sagt er mir gleich, die anderen beiden kriege ich nicht mit. Ja. Okay, dann stellen wir die hier wieder ab. So. Und dann nehmen wir 4R Brot. Na, Brot. Okay. 22 Paletten. Okay. Da wollte ich nicht drauf drücken, aber habe ich jetzt. Sehr gut. So, da haben wir das ganze Brot. Und jetzt werden wir das ganze Brot einmal verkaufen fahren. Einmal kurz die aufladen hier und dann müssen wir da mal kurz dran vorbeifahren an dem da hinten im. An dem Lager und dann die restlichen Paletten auch noch wegholen. Ich hätte es ein bisschen weiter weg. Oh.
Oh, bin ich nicht rumgekommen? Ich hätte es wirklich ein bisschen weiter weg von der anderen Wand, von der Wand parken sollen. Das Lagerhaus fällt mir jetzt auch auf. Interessant ist aber, dass für das... Also da, wo das alte Haus hier stand ja vorher ein Haus, was ich hier rausgemoddet habe. Interessant, dass da der Schnee denn nicht liegt und auch, dass in dem Bogen da kein Schnee liegt, ne? Also das finde ich schon ganz, deckig. Wie mein Kollege immer zu sagen pflegt. Und dabei hat er gar keinen Gecko. Okay, das war auch schwierig. So, dann ziehen wir jetzt da vorne an den beiden Kisten nochmal dran vorbei. Und dann sind wir mit Brot vollgeladen. Dann fahren wir mit 26 Tonnen Brot los. So, 26 Tonnen Brot haben wir aufgeladen. Machen wir B aus. Dann gucken wir mal. Brot verkaufen wir 3234 am Farmer Market. Das schaffen wir heute noch. Das Geld nehmen wir noch mit. Und dann sind wir eigentlich kurz vor den 200.000. Ne? Also wir sind eigentlich kurz davor, den Kuhstall kaufen zu können. Den ersten theoretisch. Aber ich wollte hier die Ernte noch mitnehmen. Also hier ist ja Raps drauf. Wenn der Raps geerntet ist, dann kommt der Kuhstall dahin. Das müsste sich auch zeitlich ziemlich genau ausgehen mit, dass dann die Kühe in dem anderen Stall kurz davor sind, ein zweites Mal zu kalben. Ich denke mal, ich werde vielleicht auch nochmal 5 Kühe dazu kaufen, damit das noch ein bisschen zügiger geht. Müssen wir gucken. Also, dass die Zucht noch ein bisschen schneller vorankommt. Aber das sollte sich ja dann irgendwann relativ schnell, ne, anpassen. Und dass wir dann ein bisschen mehr Milch bekommen. Das ist natürlich das ganz Wichtige an der Sache. Wir wollen natürlich viel, viel Milch haben. So. Also, wenn die Klamotten, der Klamottenverkauf dann noch so richtig gut dazu kommt und ähnliches, also. Also, ich sag mal so. Der Kuhstall ist sicher und ich denke mal auch Feld 51 oder 50, eins von den beiden werde ich kaufen, ist auch recht sicher, dass ich das kaufen kann. Und ich denke mal, ich werde mir auch zuerst das Feld noch vor der Saison kaufen, damit ich da jetzt einmal alles mitmachen kann. Und dann würde ich da, eigentlich könnte ich da schon das erste Mal den Rüben draufbringen, ne? Und dann müssten wir jetzt so unser anderes Feld, was wir da zur Hälfte haben, entweder lassen wir es brach liegen oder ich mache dort durchaus, also Raps kann ich ja nicht mehr aussehen jetzt, ich kann noch aussehen Hirse, also das könnte ich zur Hälfte noch mit Hirse bepflanzen. Das können wir auch gucken, ne, was ich da jetzt so gepflügt habe und so weiter. Dass wenn ich jetzt das neue Feld, dann habe ich nämlich nicht zweimal die gleiche Frucht auf einem Feld. Das ist mir quasi sozusagen das, was ich jetzt da dann mit verhindern kann und möchte. Also so in dem Bereich bewegt sich da sozusagen die Intention dahinter. Wir müssen mal gucken, was es genau kostet, aber ich glaube, es waren 170.000 ungefähr. Und die hätten wir jetzt erreicht, wenn wir das Brot verkaufen. Von daher, da ist dann ein Feld für uns, was wir... Ja, ich hätte es natürlich gerne gehabt, wenn da schon mal Baumwolle draufsteht. Wenn wir die Baumwolle dann mal noch mal abernten könnten. Ne? Aber wenn ich es dieses Jahr jetzt kaufe, dann ist das nicht so der drin halt... Und dann muss ich das halt eben so einfach nehmen, wie es denn ist. Also ziemlich leer und ja, bearbeiten. Die Bodenwerte holen. Ein bisschen Rasenfläche gewinnen wir dazu. Wir werden oben das andere kleine Feld werden wir auch zur Wiese machen. Also das wird definitiv dann Wiese werden. Eine gepflegte Wiese. Da kommt wahrscheinlich dann sogar noch mehr Gras runter, als ich... denke, aber ja, auch nicht übermäßig viel, aber das werden wir dann ordentlich pflegen und dann dreimal abernten im Jahr. Dann haben wir dort auf jeden Fall die Situation Heu, Silage, Gras und dann müssen wir gucken, wie viel davon verkaufen können. Noch, es kann nämlich durchaus sein, dass sind die Kühe so viel denn schon zu sich nehmen wollen, dass wir dann nichts mehr verkauft kriegen. Aber das ist, steht alles noch auf einem anderen Blättchen. Also bis dahin, bis wir da sind, das dauert dann noch ein bisschen. Da müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, wenn ich die Stelle dort gebaut habe, 4 solcher Ställe, dann habe ich... Ich weiß gar nicht, wie viele Stallungen man insgesamt bauen kann und darf. Bin ich mir auch unsicher, aber ich hoffe nicht allzu wenig. So, in welche Richtung ist die Abladung? Ja, das passt.
Alle Brote gehen weg. Sozusagen wie warme Semmeln. Und das waren 84.066 Euro plus 4.494 Euro Umweltbonus. Das heißt roundabout 89.000 Euro Einnahmen. Sehr gut. Somit wären wir bei 202.000 Euro, die wir dieses Jahr sozusagen schon mal auf der Habenseite wieder haben. Also gute Einnahmen dieses Jahr gemacht haben. Wir haben sogar Teile nicht optimal verkauft und sind trotzdem sehr gut unterwegs mit dem Geld. Also dieses Jahr lohnt sich auf jeden Fall. Das wird eines der, sagen wir mal, einnahmestärksten Jahre, die wir hatten. Wir werden jetzt können jetzt noch die ganzen Erdbeeren und die Salate verkaufen. Das bringt auch nochmal ordentlich Kohle. Und ja, dann sind wir eigentlich durch mit dem Verkauf. Und ja, dann können wir gucken, was wir mit dem Geld machen. Wie gesagt, eigentlich ist der Feldkauf nochmal 2 Hektar mehr Fläche haben, gar nicht so schlecht. Und wenn wir da Rüben drauf bringen, dass wir dann im nächsten Jahr Unmengen an Zucker haben für den Betrieb und von Molkerei und von Bäckerei und allem, was dazugehört, denke ich mal, ist das nur fair. Wir werden natürlich auch um 12 Uhr im Januar gucken, wie viel Milch wir haben, ob es mehr als die 606 Liter waren, die wir letztes Mal gekriegt haben, oder was wir gekriegt haben, weiß ich gar nicht, wie viel es waren. Es war auf jeden Fall relativ bedürftig und es ist jetzt, glaube ich, schon sogar mehr Milch im Kuhstall drin, als wir das letzte Mal hatten. Das heißt also, auch da hat sich der Einsatz der Mischration, die Verbesserung der Produktivität dadurch hat sich natürlich oder zeigt sich dort und bekräftigte mich in der Art und Weise, dass ich die Ausgabe dafür wirklich schon getätigt habe und nicht, dass ich damit noch gewartet habe, bis der Stall voll wäre. Denn es steigert einfach den Ertrag bei den Kuchen, wenn ich halt mehr Milch zur Verfügung habe. Und ja, boom, das ist momentan an allen Ecken und Enden dann halt spürbar. Und wenn ich dann halt sozusagen aus dem Brot und dem Kuchen mit einer Jahresproduktion jeweils 80 oder 90.000 mache, also alleine die Bäckerei mir 180.000 durch die Produkte gibt, die ich generell habe und die ich jetzt schon sozusagen hinbringen kann und weiß, dass ich da 180.000 jedes Jahr sozusagen als Einnahmen habe, dann ist das prima. Gut, ich fahre jetzt weiterhin zurück. Werde nochmal alles aufladen, was ich aufladen muss. Werde gucken, dass ich alle Waren sozusagen mitnehme, die ich mitnehmen kann. Erdbeeren und alles werden wir auch verkaufen. Was soll's verrotten bei uns im Lager, wenn wir es jetzt verkaufen können. Zu einem guten Preis. Und ja, dann sehen wir uns wieder. Bis denn. Tschüss.